Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Cyberia. Wir sind hier stehen geblieben in der Manufaktur der. Wie heißen sie noch gleich? Ich hab den Namen vergessen, verdammt mich. Ah, Vorarlbergs, genau so hießen sie. Und eigentlich suche ich ja hier das Archiv. Und wollte eigentlich nicht direkt in die Manufaktur rein, sondern eher ins Archiv. Dann jetten wir mal runter. Kate, gib Gas. Sie kann nicht laufen auf diesem Terrain. Terrain, Terrain, Terrain. Da müssen wir jetzt also durch. Wo könnte denn das Archiv sein? Können wir hier irgendwo noch woanders hin? Da können wir noch lang gehen. Gibt es hier irgendwas? Dann gehen wir hier rüber. Moment. Stopp. Was ist da? Ach so, da geht's wieder zurück. Muss wieder aufpassen, dass ich nicht aus dem Bild rausklicke. Wie in der letzten Folge. Telefon. Wer ruft an? Mami? Ja, hallo? Kate, wo bist du nur, mein Kind? Mami. Ich versuche schon seit Stunden, dich zu erreichen. Ich bin in Europa, Mama, für die Kanzlei. Nein, sowas. In Europa? Ach ja, dort habe ich schöne Zeiten verbracht. Auch mit deinem Vater. Aber gut, lassen wir das. Erzähl doch mal, bist du in Paris, in London, in Venedig? In Val-d'Ilaine. Ja, ich weiß, das ist nicht so bekannt. Ja, aber was treibst du denn in so einem unbekannten Kaff? Weißt du, ich organisiere für einen unserer Kunden den Aufkauf eines alten Familienbetriebs voller Charme, Schulden und Mysterien. Aber ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden. Ich verstehe. Deine arme Mutter würde das sowieso nicht kapieren. Wie dein Vater. Du bist genau wie dein Vater. Mama. Oh, Kate, du wirst mir nicht glauben, mit wem ich den gestrigen Abend verbracht habe. Mama, weißt du, ich habe nicht viel Zeit. Mit Frank. Mama, bitte, ich muss. Frank Malkovich, der russische Opernsänger. Du wirst dich doch wohl an ihn erinnern. Er ist doch weltberühmt. Hör zu, Mama, ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich rufe dich zurück. Ein ausgesprochen charmanter Mann. Ich habe. Mama, ich muss jetzt wirklich auflegen. Ich rufe dich zurück, versprochen. Bis dann. Kate! Ach, Mutti. Ach, Mutti. Ja, das war ja sehr aufschlussreich. So, was haben wir hier Interessantes? Ein Gabelstapler? Okay. What the fuck? Ach, das haben wir eben von draußen reingefahren, dieses Ding. Was auch immer das ist. Und was auch immer es jetzt damit macht. Okay. I don't understand. Ja, gut, ne? War Es schön. ist jetzt nicht mehr nötig. Okay, hast du recht. Ist nicht mehr nötig jetzt. Was haben wir da? Ah, da gehst du nur wieder raus aus dem Bild. Okay. Da ist eine Tür. Kommen wir da irgendwo anders hin, vielleicht? Oder ist sie verschlossen? Nein, ist sie nicht. Ah, wie creepy ist das denn? Ich dachte, das wäre nur so ein ernstes Adventure, aber nicht so ein. Sieht aus wie ein echter Mensch, der da oben an den Haken hängt. Da möchte ich gar nicht länger hingucken. Kann ich ihn jetzt runterlassen oder was? Oh mein Gott, es bewegt sich. Jetzt können wir jetzt auch noch mit ihm reden, oder was? Ah, danke. Es ist mir sehr unangenehm, Ihnen in diesem unfertigen Zustand entgegenzutreten. Aber unglücklicherweise fand bisher niemand die Zeit, meinen Herstellungsprozess abzuschließen. Was? Was will man machen? Heutzutage ist der Sinn für gute Arbeit vielleicht auf immer verloren. Denken Sie nicht auch? Mag sein. Mit wem habe ich die Ehre? Wären Sie so freundlich, sich vorzustellen und dabei deutlich zu artikulieren? Mein Name ist Kate.
Kate Walker. Erlauben Sie mir, mich meinerseits vorzustellen. Modell XZ2000, gewöhnlichen Sterblichen auch als Oscar bekannt. Ich stelle eine technologische Glanzleistung dieser Manufaktur dar und wurde entwickelt, um eine Lokomotive zu steuern. Aha. Kate. Haben Sie meinen Namen und Vornamen richtig registriert? Absolut. Kate Walker. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ebenfalls, Modell XZ2000. Nennen Sie mich lieber Oscar. Ich denke, Sie wären auch nicht gerade erfreut, wenn ich Sie mit Ihrer Ausweisnummer ansprechen würde. Nein, das stimmt. Wohl kaum, Herr Oscar. Mission. Wissen Sie, wo ich Dokumente finden kann, die die Verwaltung dieser Fabrik betreffen? Ich kann Ihnen darauf leider nicht präzise antworten. Aber das Büro von Anna Vorarlberg ist im ersten Stock. Da waren wir schon. Hilfe! Wenn Sie vollständig und einsatzfähig sind, würden Sie mir dann helfen, Informationen über Hans Vorarlberg zu sammeln? Zählen Sie nicht auf mich, Kate Walker. Wenn ich meine Füße habe, muss ich mich umgehend zum Zug begeben. Er wartet bereits auf seinen Piloten. Okay. Hilfe? Wenn Sie vollständig... Ja, okay. Hans. Sagt Ihnen der Name Hans Vorarlberg etwas? Natürlich. Er hat mich erfunden. Zu meinem großen Bedauern habe ich ihn nie kennengelernt. Haben Sie eine Idee, wo er sich augenblicklich aufhalten könnte? Nein, Kate Walker. Aber es wäre mir eine große metaphysische Freude, ihn kennenzulernen. Okay, Zug. Sie haben gesagt, Sie seien der Pilot eines Zugs. Was für einen Zug haben Sie gemeint? Haben Sie diesen herrlichen Zug, der im Bahnhof steht, denn nicht bemerkt? Und wo soll dieser Zug hinfahren? Weit, weit weg wird er fahren. Sehr weit. Und nehmen Sie jemanden mit? Meine Aufgabe ist es, den Zug zu fahren und dafür zu sorgen, dass er pünktlich ist. Pünktlichkeit ist für einen Zugführer Ehrensache. Aber ich muss Ihnen recht geben, Kate Walker. Ein Zug ohne Passagier hat nur wenig Sinn. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Was die Details betrifft, wenden Sie sich an Anna Vorarlberg. Tja, die ist leider nicht mehr unter den Lebenden. Momo? Kennen Sie Momo? Nein, Kate Walker. Sie sind schon ein erstaunlicher Roboter. Ein Automat, wenn ich bitten darf. Oh ja, Entschuldigung. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich wollte Sie nicht verletzen. Automaten haben etwas wie eine Seele, wissen Sie? Ich verstehe. Okay, Anna. Ist es lange her, dass Sie Anna Vorarlberg zum letzten Mal sahen? 72 Stunden, 32 Minuten und 20 Sekunden, um genau zu sein. Ihre Abwesenheit erklärt den bedauernswerten Verzug meines Herstellungsprozesses. Anna Vorarlberg ist tot, Herr Oscar. Ja. Was verstehen Sie unter dem Begriff tot, Kate Walker? Kaputt, deaktiviert, abgenutzt, beschädigt, ausgestöpselt. Sehr ärgerlich. Meine Herstellung muss unbedingt abgeschlossen werden. Herstellung? Kann ich Ihnen behilflich sein? Sicherlich. Ich brauche unbedingt meine Füße. Meine Hände sind Modell XZ2003. Für meine Füße benötige ich das Modell XZ2005-B. Das Modell XZ2005-A weist kleine Fehler auf. Aha. Ein Bug? Bei Automaten gibt es keine Bugs, Kate Walker. Bugs? Nur eigenwillige Funktionsweisen. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Herrlich. Und was muss ich tun, um Ihnen zu Ihren Füßen zu verhelfen? Sie müssen deren Produktion auf dem Montageband einleiten. Dazu brauchen Sie die Herstellungslochkarte, die meine Körperstruktur enthält. Hier, nehmen Sie meine. Nun gut, ich werde es versuchen. Danke, Kate Walker. Okay, gib mir her die Lochkarte. Ein Berg. Da hätte man die aber nochmal ein bisschen... Oscar, es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Einweisen können. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Wie man das ja, Wort ausspricht. Kate Walker. Oder es ist absichtlich so, aber das wäre irgendwie seltsam. Also wir müssen irgendwie die Produktion starten hier. Aber hier kann ich ja nichts mehr tun. Nein, hier kann ich nichts tun. Wo hat er denn eben das Ding hingefahren? Da müssen wir mal hingehen. Wo der dieses Teil hingefahren hat, hier nach drüben. Hier muss die Produktion irgendwie wieder starten. So. Aber wie und wo?
Muss da irgendwo so eine Art Schaltpult oder irgendwas geben, wo ich dann auch die Lochkarte einführen kann. Nichts zu tun hier. Wie kann man die denn bloß steuern? Ah, warte, muss ich hier oben etwa die Lochkarte in dieses Pult da einführen? Könnte das sein? Gehen wir nochmal hier hoch. Hier ging es ja nicht weiter, nee. Hier kann sie wieder nicht laufen. Ja, das könnte natürlich klappen, wenn wir die Lochkarte, wenn da so ein Slot für die Lochkarte ist, dass dann die Produktion anläuft. Aber wie wir dann genau auswählen, welche Sachen wir nehmen, da ist doch so ein Ding für die Lochkarte. Da fehlt wohl ein Teil. Ja, wahrscheinlich die Lochkarte. Das funktioniert wohl nicht. Warum nicht? Was ist denn das hier? Das funktioniert wohl nicht. Aber warum nicht? Musikklangwalze, die kann man ja auch nirgendwo. Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht, aha. Das funktioniert wohl nicht. Drei. Und genau der ist hier auch rot. Also die Lochkarte passt da schon mal rein. Aber was machen wir jetzt damit? Es geht ja irgendwie nichts von alleine los gerade. Wo können wir nochmal in ihr Büro? Haben wir da vielleicht was übersehen? Sind auch noch so Schalter, mit denen ich aber nichts tun kann. Hier war ja nur die Klangwalze, nicht wahr? Da war ja sonst nichts. Das funktioniert nicht. Ja. Da fehlt ein Teil, aber wir wollen nicht schon wieder die Musik hören. Haben wir hier vielleicht noch was übersehen? Hier ist wahrscheinlich der Zug. Und irgendwo muss dann der Oscar rein. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Gut, dann raus hier. Man ist natürlich sehr auf sich allein gestellt hier in dem Spiel. Sehr auf sich allein gestellt. Also es gibt keinerlei Hinweise oder so. Es gibt... Ich denke mal, die Rätsel werden schon irgendwie logisch sein. Weil das ja doch ein eher ernstes Adventure ist. Da wird es keine Spaßrätsel geben. Also hier, das ist an. Da ist irgendwie... Aber da kann ich nichts tun hier. Kann ich nirgendwo auch eine Klangwalze reintun? Nee, gibt es überhaupt nichts, was ich machen kann. Und da, wo das Ding dahin hingefahren ist, das, da kommen wir auch nicht hin. Oder verändert sich das Bild hier nochmal? Nein. Was war da gerade? Da war doch was. Da. Was ist das? Ihr seht, wo ich den Mauszeiger habe. Ah, okay, sie geht auch da rum. Aha. Da ist noch eine Tür. Na, dann schauen wir mal zur Tür. Was sich dahinter verbergen mag, wenn sie denn überhaupt aufgeht. Ja, sie geht auf. Und auch wieder Schalter. Da ist ein Hebel. Das funktioniert wohl nicht. Warum nicht? Warum nicht? Da ist eine Kette. Kann man eine Kette ziehen? What the fuck? Was zum Teufel? War ich jetzt hier dran?
Ah, jetzt dreht sich draußen das Rad. Dann läuft hier drinnen vielleicht wieder die Produktion. Ist es das vielleicht? Das wäre ja super. Hätten wir sogar Fortschritte gemacht. Hier passiert wieder überhaupt nichts. Aber ich höre irgendwelche Geräusche. Aber welche? Und von wo kommen sie? Hier gibt es wieder überhaupt nichts. Was habe ich denn da jetzt angeschaltet? Das wäre mal super, wenn es da einen Hinweis drauf gäbe, was ich jetzt gerade getan habe. Also man hört ja im Hintergrund dieses ständige Surren. Aber hier ist ja nichts. Dann gehen wir mal wieder raus, würde ich sagen. Und schauen wir, ob draußen irgendwas anders ist, ob draußen irgendwas passiert ist oder sowas. Da hören wir das Rad. Und da läuft es, okay. Es gab ja noch andere Wege, die wir hier gehen können. Wir waren ja nur da und da. Also da und da waren wir. Dann gehen wir mal nach hier. Gucken, was da Spannendes entdeckbar ist. Ach, ist das der Bahnhof? Ah, da steht wohl der Zug, von dem Oskar gesprochen hat. Mit dem er dann fährt. Und ich wette eigentlich meinen linken kleinen Zeh drauf, dass der uns mitnimmt. Und nach Sibirien fährt natürlich. Valadilen. Nein, nicht rausgehen. Nein, nicht rausgehen. Ich dachte, man könnte über die Mülleimer oder so. Hier steht zumindest ein Zug, den wir sogar betreten können, okay. Da pfeift auch jemand. Oh, wir kommen sogar rein. Ist ja Wahnsinn. Was ist das? Dieses Regal scheint für Wertgegenstände gedacht zu sein. Okay. Dieses Regal. Ja. Dieses. Ja. Das ist auch ein Wertgegenstände. Guck mal, da die Musikklangwalze drauf tun. Das brauche ich im Moment nicht. Ach so. Okay. Dieses Regal. Wir haben aber sonst nur noch einen Schlüssel. Nee. Aber die Klangwalze können wir da drauflegen. Okay. Oh, was ist das? Ach so, das ist nochmal so ein Regal. Ja, okay. Muss ich das alles auffüllen? Ich hoffe nicht. Also, ich hoffe, dass es vorher irgendwie weitergeht. Regal für Wertgegenstände, sonst ist hier nichts drin. Ist ja sehr, sehr seltsam. Das verstehe ich nicht so ganz. Und dann mal wieder raus. Dann schauen wir mal, wer da gepfiffen hat. Wenn wir auf der anderen Seite wieder runtergehen. Sehe aber niemanden. Da sind Werkzeuge, die wir nicht gebrauchen können. Da ist jemand. Mit dem kann ich aber nicht interagieren. Hallo, hallo, hallo. Okay. Schade, dass ich mit dem nicht reden darf. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Spannendes. Es ist auf jeden Fall sehr viel los hier auf dem Bahnhof in Valadilen. Da steppt der Bär. Man kann kaum noch stehen vor lauter Menschenmassen, die sich hier entlang drängen. Achso, das war auch nur Übergang. Tolle Wurst. Hat's voll gebracht, da jetzt hochzugehen. Wir haben den Übergang durch den Zug genommen. Man hätte auch einfach über die Treppe gehen können. Nun ja. Wieder was dazugelernt. Treppen sind für Menschen da. Hier können wir nichts machen. Da, doch, wir können da rein vielleicht. Wenn es offen dahin ist. Muss ich nicht. Achso. Ich dachte vielleicht, da können wir irgendwas Hinweisartiges raus exerzieren. Aber scheinbar nicht. Gut, dann gehen wir wieder hier raus. Wieder sehr langsam, weil sie nicht schneller gehen kann.
So, können wir hier noch irgendwo anders hin? Nein, dann gehen wir hier wieder zurück. Und auch hier wieder zurück. Nee, kannst auch ruhig weiterlaufen, während ich in dein Inventar gucke, liebste Kate. Da musst du nicht stehen bleiben. Nun ja, und diesen letzten Weg, den erkunden wir in der nächsten Folge. Hoffentlich finden wir da irgendwelche Hinweise, wie es weitergehen kann. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.